Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen bei den Skrit hier rumgetrieben und schon mal ein bisschen die Brisbane-Wildnis erkundet. Ist wirklich nicht viel, was wir bis jetzt haben, aber wir erkunden ja auch nur so lange jetzt erstmal, bis wir Level 20 sind, was echt nicht mehr lange dauert. Die täglichen haben wir auch schon abgeschlossen. Nach zwei Parts, das ist eigentlich übelst gut. Und ja, jetzt denke ich mal, gehen wir noch zu dem Fertigkeitspunkt und dann hoffe ich, dass wir das dann auch schon haben mit den Level 20. So dass wir dann schön gemütlich in die Hauptquest gehen können und die fortsetzen können. Da macht die gerade, macht's gerade einer schon was? Oh nein, ich komme zu spät. Ja, jetzt rennt halt weg und helft mir nicht, ne? Warum frage ich überhaupt? Hallo. Ich mach dich da mal kaputt. Okay, ich hoffe, es macht keine Umstände. Nio. Der ist jetzt extra zurückgeblieben, um mir zu helfen, oder was macht er? Macht er überhaupt irgendwas? Nee, er rennt weg. Na, leck mich doch am Zuckerli. Renn halt weg. Natürlich darfst du das. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich töte dich jetzt einfach. Bäm. Und es reicht natürlich noch nicht. Ach, Menno. Warum? Oder gehen wir ihm zum nächsten? Ach so. Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nichts. Wir wollen ja nichts bauen oder so. Aber eigentlich würde ich da ganz gern mal zu dem anderen Fertigkeitspunkt. Ja, das ist ja jetzt mysteriös. Hä? Muss ich da vielleicht wieder hoch? Also ich stelle fest, wenn ich zu viel quatsche, dann wird das mit meinem Reizhusten ein bisschen schlimm. Also öfters. Ah, naja, ich mach das jetzt. Sonst gibt es nämlich wieder keine Videos die Woche und das möchte ich nicht. Hier sind wir doch richtig. Nehmt eine Probe, okay. Und wir nehmen eine Probe. Wo ist sie? Yay, Stufenaufstieg. Erstmal Post lesen. Hey Denkerin, ich möchte mich mit euch über eure allererste Erfindung unterhalten. Mir schwebt noch eine weitere Verwendung vor, deshalb möchte ich möglichst viel von euch erfahren, bevor ich mit der Modifizierung beginne. Kommt bitte in mein Labor, sobald es euch möglich ist. Sag mal, haben wir das nie schon mal gelesen irgendwo? Irgendwie schon, ne? Ha, weiß ich nicht mehr. So, 8 Fertigkeitspunkte kriegt man. Wahnsinn! So, Kapitel 2, okay. Kampfkombination. Erfafft zusammen mit anderen Spielerkombinationen im Kampf einige Fertigkeiten wie die Flammenwand des Energim erschaffen Felder, die dafür sorgen, dass durchfliegende Projektile zusätzlich Schaden durch Brenn verursachen. Schaut in euren Fertigkeiten um. Ach so. Sprungrätsel. Verstehe ich jetzt nicht. Sag mal, wann können wir denn hier endlich mal umschalten? Das ist so jetzt die tolle, große Frage, die ich mir stelle. Kann man das gar nicht mit Nele? Aber das kann man doch mit allen. Verstehe ich, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Also wirklich, ich schnall das manchmal nicht.
Stab, ja, haben auch noch einen Stab, der besser ist, ne? Ja. So. Jetzt werden wir hier mal kurz ein bisschen wiederverwerten. Genau, das machen wir jetzt einfach mal. Ups. So. Wir gehen jetzt zu unserer Hauptstory, die wir jetzt endlich machen dürfen. Danke. Nein, da will ich gar nicht hinreisen. Da. Okay, machen wir das mal. Und wehe, es kommt dann, spielt bis Level 25, um das nächste Kapitel freizuschalten. Dann kriege ich die Krise. Dann werde ich leicht ärgerlich. Ja, Instanz betreten. Tragt einen großen Stock. Ich kam allein nicht an Ihnen vorbei, aber ich habe wichtige Daten gesammelt. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Erinnert ihr euch noch daran, wie wir den Krummstab des Hohen Rates Flachs in die Hände bekommen wollten, um den Unendlichkeitsball aufzuladen? Ja, es ist lange her, aber ja. Also, dafür ist jetzt die richtige Zeit und der richtige Ort. Aber, weil wir jetzt nämlich Level 20 sind statt 16. Aber, nun ja, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Okay, zuerst die schlechten Nachrichten. Der Krummstab ist hier, aber Flachs Crewleiter Filka hat die Aufsicht. Allein ihr Gesichtsausdruck lässt Flusslindwürmer das Weite suchen. Und das, wenn sie guter Laune ist. Und im Moment hat sie richtig miese Laune. Kein Problem. Ich weiß, wie man die Inquestur-Rüpeln umgeht. Moment mal, was sind denn die guten Nachrichten? Was wissen wir über Flachs Crew? Die Morphologisten? Hauptsächlich Stiefellecker und Ja-Sager, die Flachs Ego füttern. Und er behandelt sie trotzdem wie Dreck. Es ist eine undankbare Aufgabe. Aber es gibt auch ein paar wirklich zähe Kunden und harte Arbeit unter ihnen. Gut zu wissen. Ich glaube, ich werde mit Filka zurechtkommen. Wirklich? Na gut, dann lasst mal euren Plan hören, Denkerin. Ich wicke sie mit dem alten Ich bin ein großer Bewundererspruch ein. Rüpel lieben Schmeicheleien, oder? Rüpel geben noch größere Rüpeln klein bei. Ich gebe vor, einen höheren Rang zu haben und dränge mich so rein. Oder verbreitet Panik. Ich werde bedrohlich und bestimmt auftreten. Dann fügen sie sich. Was hatte ich? Moment, keiner rührt jetzt den Finger. Wartet, was habe ich ausgewählt? Warte, 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 warte. Halt. Ach hier, Würde, genau. Würde. Ha. Also, Rüpel geben noch größer, Rüpel klein bei, bla bla. Ich werde vorgeben, einen höheren Rang zu haben. So. Aber wie bekommen wir den Krummstab, wenn wir es an Filka vorbeigeschafft haben? Wir brauchen eine Ablenkung. Hey, ich hab's. Stromanlagen ziehen Elementare an. Vielleicht können wir ein paar anlocken. Wunderbar! Ich nehme ein paar letzte kleine Änderungen an den Maschinen vor und dann kann's losgehen. Oh, noch mehr. Jawohl! So werden sie mit Kämpfen beschäftigt sein, dass sie uns noch nicht einmal bemerken werden. Und falls doch, unterstützen wir sie eben mit ein paar schlagkräftigen Argumenten. Sie werden so dankbar sein, dass sie uns alles geben, was wir wollen. Genau, setzen wir den Plan in die Pan um, was? Plan in Tat um. So, geht's los. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Hallo. Aus dem Weg. Unangekündigte Inspektion. Das Arkane-Auge wird diese Anlage bis auf Weiteres übernehmen. Wer hat hier die Leitung? Das bin ich. Wer seid ihr? Ich bin diejenige, die hier alles zumacht, wenn ich keine Kooperation bekomme. Ich erwarte einen vollen diagnostischen Scan dieser Anlage. Wie heißt ihr? Crew-Chefin Filka, wenn's recht ist. Und bevor hier irgendwas passiert, will ich euren Dienstausweis sehen. Ihr habt weder die Befugnis noch das Recht, meinen Dienstausweis zu sehen. Jetzt tretet zur Seite, oder ihr dürft Fischeier am Loch jetzt katalogisieren. Na schön. Aber ich reiche eine offizielle Beschwerde beim Arkanen Rat ein.
Morphologisten-Crew, auf eure Positionen. Das arkane Auge will uns in Aktion sehen. Konsolen umprogrammieren, um eine Ablenkung zu schaffen. Herumdockern. Doc, Doktor. Der Quantendatenfluss des Systems erscheint auf dem Monitor als ein kreisförmiges Informationspaket, das zwischen zwei vertikalen stabförmigen Symbolen, welche Input und Output darstellen, oszilliert. Das Input-Symbol auf dem Bildschirm einstellen, um die einkommenden Datenpakete umzuleiten. Okay. Das kreisförmige Datenpaket wird in einem Winkel von 67,5 Grad zurückgeworfen. Das Output-Symbol auf dem Bildschirm so einstellen, dass das Datenpaket es völlig verfehlt. Oh, ihr seid ja gemein. Systemfehler. Code P0N6. Ausschlussprotokoll 7.0 aktiviert. Schlechter Regel ist aktiviert. Ätherisches Hologramm-Interface muss manuell eingestellt werden, um fortfahren zu können. Die Kreisläufe kreuzen, um das Sicherheitsprotokoll zu umgehen. Ey, ich bin doch hier keine Hackerin. Der Monitor zeigt eine Formel für den zentralen elementarharmonischen Resonatoralgorithmus des Systems an. Diese Wörter. Formel optimieren und in algorithmischen Sequenzen neu starten. Ich bin so gemein. Dieser uralte Monitor ist bekannt für seine Sicherheitsmängel. Taumatik-Sicherung der Elementarkondensatoren neu einstellen. Hallo. Boah, das sind ja ein paar viele hier. Entschuldigung. Oh, warum mache ich das jetzt eigentlich mit meinem... Das wird nicht gut ausgehen, schätze ich. Ich habe so die Befürchtung, dass das nicht gut ausgeht. Ja, eine leichte Vorahnung hatte ich ja schon. Ich will den da haben, danke. Die Attacke ist aber natürlich richtig stark, ey. Das ist echt heftig. Voll cool. Hey! Tja, da ist euer Problem. Seht ihr den Stab? Er imitiert eine instabile transenergetische Signatur. Dadurch wurde der elementare Ausbruch ausgelöst. Aber das ist Ratsmitglied Flex Krummstab. Er hat ihn bei allen wichtigen Ratsangelegenheiten dabei. Dann haben wir Glück, dass er ihn heute nicht dabei hatte. Ich konfisziere diesen Krummstab vorerst. Das arkane Auge wird eine umfangreiche Testreihe durchführen. In der Zwischenzeit solltet ihr hier eine gründliche Diagnose dieses Ortes vornehmen. Und betet, dass das Problem vom Krummstab herrührt und nicht von der Anlage. Sonst komme ich wieder und bin nicht so freundlich. Das wird nicht nötig sein. Ich nehme dieses Labor auseinander und inspiziere persönlich jede einzelne Kristallresonanzdiode. Nochmals danke. Wir sind ganz schön gemein. Das muss ich jetzt mal zugeben. Das ist ja echt, echt richtig, richtig fies. Ich bin gerade im Kreis gelaufen, oder? Ach, Mensch. Krummstab, komm her! Bist du? Zeig ihn mir. Komischer Krummstab. Tragt einen großen Stock abgeschlossen. Beutetaschen, okay. Und einfaches Wiederverwendungskit, das brauchen wir nicht. Oh, wir kriegen eine neue Hose. Wir wollen Zähigkeit haben, oder? Ja, wir nehmen Zähigkeit. Natürlich. Einfach ein hergestellte Edel- und Meisterrüstungskit freigeschaltet. Was? Oh, jetzt ziehen wir uns erstmal die Hose an. Knufflig, sag mal, wie sehen denn meine Schuhe aus? Die sind ja hässlich. Die sahen schon immer so scheiße aus. Okay.
Gut, Dolch, wohl, mein Dolch ist immer noch besser. Aha! Der ist tatsächlich immer noch besser. Die Dinger sind auch noch besser. Die kann ich ja wieder sowieso nicht nehmen. Okay, dann können wir aber hier mal schon mal wiederverwerten. Das Ganze. Blub, blub, blub. So. So, dann gehen wir doch gleich mal weiter zu dem nächsten. Mal schauen, was uns da so erwartet. Jetzt habe ich mir gar nicht durchgelesen. Trefft euch mit Schott in der in den Weddernhöhlen, okay. Wo ist das? Da hinten ist das. Was? Das müssen wir jetzt noch erkunden? Echt jetzt? Oh nee. Ja, die Hauptquest, die scheucht uns schon durch die ganze Karte. Ich glaube, damit wollen die auch einfach erreichen, dass du die Karte erkundest. Aber mich braucht man echt nicht dazu zwingen, weil ich erkunde die Karte sowieso. Och, Menno. Na gut, dann laufen wir mal eine Runde, wa? Haben wir ja so auch nichts Besseres zu tun. Aber das wollte ich jetzt schon noch eigentlich machen. Okay. Alles klar. Humbada-dum, bada-dum, dum-dum. Hep. Aua. Jo. Warte mal, da komme ich doch auch irgendwo raus, ne? Wenn hier so ein offen ist, müsste das ja eigentlich klappen. Oh, was haben wir hier einzusammeln? Ah, oh, bloß Silbererz. Das brauche ich nicht. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Und wieder ein Herzchen, okay. Bezwingt Zerstörer, setzt Grit-Vorräte ein und bringt verletzte Grit zu Blabla unter. Okay. Ja, na gut. Dann machen wir das da halt mal. Oh Gott. Beweglicher Felsen, was? Oh, bam. Okay. Sehr schön. Dann machen wir das Herzchen hier auch noch schnell, oder? Nein, ich wollte die Champignons nicht. Ich wollte eigentlich das hier haben. Okay. Nicht abhauen. Ach, Dotte. Dotte. Dort muss ich hin. Da hat wer was gemacht. Warte, ich kämpfe gleich mit. Warte. Warte doch, noch nicht töten. Bitte nicht. Komme ich da denn hin? Ach, ich würde sagen, wir machen das Herzchen und dann die Hauptquest in der nächsten Folge. Irgendwie will ich erstmal fix an dieses, an diesen Fertigkeitspunkt jetzt rankommen hier. Kann ich so schwer sein, mir hier mal. Hallo, du hast gerade den Skript-Dings da getötet. Genau, helft mir mal. Finde ich gut. So. Willst denn du hin? Ich glaube, ich muss von der anderen Seite ran. Das ist echt so krass, diese Schrottsammlung einfach nur. Ich kenne das gar nicht. Irgendwo muss es doch hier hochgehen. Oder nicht? So.
komme irgendwie immer noch nicht zu dem Fertigkeitspunkt. Jetzt haust du ab, oder was? Ey, ich will doch nur zu dem Fertigkeitspunkt. Das ist ja schon wieder echt endkrass hier. Cool. Hoch. Sag mal, haben wir es da mal? Oh, ey. Ich komme nicht zu dem Fertigkeitspunkt, oder? Ey, was ist denn das für eine Kacke? Hä? Muss doch hier irgendwo hochgehen. Oder stelle ich mich jetzt einfach nur total bescheuert an? Wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Natürlich! Natürlich! Oh Mann, wirklich jetzt? Ja, okay. Ja, so, das passiert halt manchmal. Ach, komm schon jetzt, echt. Töte es einfach. Oh, yay. So, jetzt machen wir das Herzchen hier noch fertig. Und dann... und dann machen wir die Hauptquest weiter. Genau, so machen wir. Ah, zur Hauptquest müssen wir auch erstmal laufen, ne? Okay. Das hat jetzt mal so gar nicht zum Haupt, zum Herzchen gezählt, die blöde Spinne. Ach, mehr doof. So. Hups. Wir gehen einfach schon mal in die Richtung hier. Yay, Herzchen fertig. So, jetzt können wir da rausrennen. Ach ja, es ist schon... Ist schon nicht einfach, ich weiß. Hey, riecht ihr was? Und wieder einmal machen wir totale Überlänge. Warum? Ist ganz schön bescheuert. Dieser Ort scheint neu zu sein. Einfach weil das so elende weit weg ist. Da haben wir es ja. Wir rennen da jetzt noch hin und dann... Oh, nee. Nee, ich mache jetzt keine... Ach, das ist ja da hinten. Wollte gerade sagen, ich mache jetzt nicht schon wieder ein Herzchen. Wirklich. So, ich renne jetzt nur noch zu der Wegmarke dort. Und alles andere dann morgen. In der nächsten Folge. Na gut, den Taschendieb kann ich ja vielleicht nochmal mitmachen, ja? So, fein. Wegmarke, 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 bitte, komm schon. Komm schon, Wegmarke. Uhu, so. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ach nee, ich wollte das blöde... Ich wollte das gar nicht anschreiben, Mann. Ach, Mann. Ja, ich habe jetzt hier wartet.
Wenn ich jetzt schon mal einmal dabei bin, ne? Ach, verdammt. Okay, das macht mehr Schaden. So, jetzt aber hier. Nimm deine Vorräte. So, und gut. So, ich werde jetzt noch hier meinen Dolch austauschen. Macht nämlich weniger Damage als der hier. Ja. So. Und wir sehen uns dann bei der Hauptquest dahinten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.